Burger King. Das berühmte goldene M. M für McDonald's. McDonald's ist die Nummer 1 unter den Schnellrestaurants. Weltweit und auch in Deutschland. Der Siegeszug begann in den 50er Jahren in den USA. 1971 eröffnete die erste deutsche Filiale in München. Heute gibt es deutschlandweit mehr als 1400 Restaurants mit 2 bis 3 Millionen Gästen täglich. Und das ist der Herausforderer, Burger King. Burger King kommt ebenfalls aus den USA. Seit 1976 gibt es die Kette auch in Deutschland. Das Angebot ähnlich wie bei McDonald's. Pommes und jede Menge Burger. Der Whopper, der Burger-Klassiker. Jährlich wird er weltweit rund 2 Milliarden Mal verkauft. In Deutschland hat Burger King ca. 700 Restaurants. Nur halb so viele wie Platzhirsch McDonald's. Ring frei für Runde 1. Der Service. 3500 registrierte Taxis, 530.000 bezahlte Touren im Jahr, je Schicht 150 Kilometer. Die Hamburger Taxifahrer, sie sind jeden Tag auf Achse. Von frühmorgens bis spät in die Nacht. Was tun sie, wenn der kleine oder auch der große Hunger kommt? Das Gourmet-Restaurant eher selten. Das mache ich lieber mit meiner Frau. Wenn es mal Not am Mann ist, gehe ich auch mal zu Burger King oder McDonald's. Zügig muss das gehen, das ist das Wichtigste. Insofern dann eher mal McDonald's oder Burger King. Wichtig ist, dass man vernünftig parken kann und sich zur Seite stellen kann. Schnell muss es also gehen und parken muss man können. 12 Uhr mittags am Hamburger Hafen. Zeit zum Mittagessen. Diese 10 Taxifahrer machen für Wieso den Service-Check. Sie sollen herausfinden, wo es schneller geht und wo der Service besser ist. 10 Taxifahrer, 10 Stoppuhren und los geht's. 5 Taxler fahren zu McDonald's, 5 zu Burger King. Wir begleiten diesen Fahrer mit versteckter Kamera zu Burger King. Parkplätze satt, das ist gut. Stoppuhr an und rein ins Restaurant. An der Kasse keine Schlange, es geht zügig. Unser Testkunde bestellt einen Whopper, aber einen ganz speziellen. Den Whopper bitte ohne Zwiebeln, dafür aber mit Doppelgurke und Big King Soße. Und die Pommes ohne Salz. Ganz schön viele Sonderwünsche. Ob in der Tüte das Wunschmenü steckt, das wird sich zeigen. Die Wartezeit? 4 Minuten 48 Sekunden. Zur gleichen Zeit unterwegs mit einem Kollegen zu McDonald's. Auch hier kein Problem bei der Parkplatzsuche. Dafür lange Schlange vor der Kasse. Da heißt es warten. Und warten. Endlich ist er dran. Ein Big Mac soll es sein. Aber auch hier hat unser Testkunde Sonderwünsche. Keine Zwiebeln, doppelt Gurke, statt Ketchup und Mayo, McRib-Soße und bitte kein Salz auf die Pommes. Wartezeit dieses Mal 12 Minuten und 25 Sekunden. Ganz schön lange. Wieder zurück am Hamburger Hafen. Alle Taxifahrer haben es tatsächlich geschafft. Der Zeitcheck. Wo ging's schneller? Bei McDonald's oder bei Burger King? 12 Minuten 2 bei McDonald's. Aber er hat sich bedankt und hat gesagt, vielen Dank für Ihre Geduld. Wir vergleichen die Zeiten auf den Stoppuhren. Das Ergebnis? Bei McDonald's hatten die Taxifahrer ihr Essen im Schnitt nach 7 Minuten 18 Sekunden. Bei Burger King schon nach 5 Minuten 38 Sekunden. Burger King hat also bei der Zeit die Nase vorn. Doch wie sieht's mit den Sonderwünschen aus? Gab's überall den Spezialburger und die Pommes ohne Salz? Also ich wollte ja, wie gesagt, eine andere Soße haben. Da sahen sie sich außerstande. Und dann habe ich nachgefragt, warum denn nicht? Und er hat gesagt, es geht nicht. Ich sage, ja, warum geht denn das nicht? Und dann sagt er, das weiß ich nicht. Hatte eine nette junge Frau am Tresen, hat meine Bestellung aufgegeben und sie hat zu mir gesagt, das macht sie alles so fertig, wie ich das wollte. Ich habe es nicht bekommen. Das Einzige, was man mir angeboten hatte, war, dass sie Dinge weglassen. Pommes ohne Salz. Das hat bei McDonald's 3-mal geklappt, bei Burger King nur 2-mal. Auch den Wunschburger gab es bei McDonald's 3-mal, bei Burger King nur 2-mal.
besserer Service also bei McDonald's. Dafür ging es bei Burger King schneller. Das bedeutet im Service-Check: ein halber Punkt für McDonald's und ein halber Punkt für Burger King. Gleichstand nach der ersten Runde. Start zur zweiten Runde. Die Gesundheit. Einmal Bäcker, einmal Fast Food. Einmal Körnerbrötchen mit Salat und Gurke. Und einmal, ja Gott, also so richtig viel Gesundes ist eigentlich auf den ersten Blick nicht zu entdecken. Man glaubt, das ist natürlich viel ungesünder. Aber wie gesund oder wie ungesund ist Fast Food eigentlich wirklich? Genau das wollten wir herausfinden, haben den Check gemacht und vorher mal die Kunden gefragt. Es ist natürlich ungesund. Wenn man es jeden Tag macht, glaube ich, wird man dicker. Da bin ich so hart dazu. Wenig Vitamine drinnen, viel zu viele Kohlenhydrate. Das ist heute gesund. Ich kauf mal lieber eine Leberkäse mehr. Auch eine repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für Wieso zeigt, 50% der Deutschen halten Fast Food für ungesund. Immerhin 4% aber meinen, es sei gesund. Ein klassisches Fast-Food-Menü. Pommes, Softdrink und Burger. Schnell ist man da mit mehr als 1000 Kalorien dabei. Ganz schön happig für eine Mahlzeit. Denn das entspricht schon fast der Hälfte des Tagesbedarfs vieler Erwachsener. Die Internetseite von McDonald's. Hier geht es um die tägliche Balance und um ausgewogene Ernährung. Auf Produkten stehen die Nährwerte wie Kalorien und Fett. Auch Burger King gibt sich hier offen. Gesund essen mit Fastfood. Geht das? Das ist sehr schwierig, denn wenn man von dem ausgeht, was vor allem die Jugendlichen dort gerne essen, dann wird es schwierig, sich gesund zu ernähren. Zum einen haben wir wenig Ballaststoffe drin, zum Teil sehr fettreich und vor allem in der Kombination Softgetränke, Pommes und die Burger, die alle zusammen geben natürlich eine riesen Kalorienmenge, die oft deutlich über dem, was man sich so ideal als vorstellen könnte, darüber liegt. Und deshalb ist es schwierig eigentlich, sich da gesund zu ernähren. Dennoch folgen beide Ketten dem Trend zu gesunder Ernährung und tischen inzwischen Wraps und Salate auf, als Alternative zu Burgern und Pommes. Doch Ernährungsexperten ist das zu wenig. Ja, die gesunden Produkte haben eher so eine Alibi-Funktion. Natürlich kann man auch einen Salat finden oder eine Biomilch oder auch zum Teil Äpfel. Aber das Großteil der Produkte sind wirklich natürlich Burger, Pommes, klassische Fastfood-Produkte, die relativ kalorienreich sind. Ja, es geht ums Image. Man will das Image verbessern, indem man die Produktpalette erweitert. Aber letztendlich spielen die nur eine marginale Rolle. Zu viele Kalorien und zu viel Fett. Das liefert vor allem die Hauptbeilage bei McDonald's und Burger King, die Pommes. Aber nicht nur beim Fettgehalt drohen Gefahren für die Gesundheit. Ist das Fett zu heiß, kann beim Frittieren Acrylamid entstehen. Ein gefährlicher Schadstoff. Acrylamid kann Krebs erzeugen und das Erbgut verändern. Kann man die Pommes von Burger King und McDonald's unbesorgt genießen? Wir machen eine Stichprobe und lassen Pommes der beiden Ketten im Labor auf Acrylamid testen. Das Ergebnis? Wir haben in allen Pommes frites Proben Acrylamid gefunden. Allerdings so wenig, dass nur die Hälfte des EU-Richtwerts erreicht wurde. Also sind alle Pommes frites Proben gesundheitlich unbedenklich. Keine gefährlichen Mengen an Acrylamid, weder bei McDonald's noch bei Burger King. Wer sich gesund ernähren will, findet bei beiden Alternativen zum klassischen Fast-Food-Menü. Auch wenn die Auswahl hier nicht gerade groß ist, gibt's dafür jeweils einen halben Punkt. Wieder ein Unentschieden. Je ein halber Punkt für beide Duellanten. Runde 3 kann beginnen. Die Qualität. Auch das ist ein Hamburger Restaurant, auch wenn man es auf den ersten Blick gar nicht vermuten mag. Es ist eben keine Kette, kein McDonald's oder kein Burger King, sondern ein kleines individuelles Restaurant. Und die Burger, die entstehen hier. In der Küche von Bodo Vanjura, dem Geschäftsführer von Die Kudi Lacht. Herzlich willkommen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich dachte ja immer, Hamburger machen seine ganz einfache Geschichte, ehrlich gesagt. Fleisch in die Mitte, Brot oben, Brot unten, bisschen Salat und das war's. Reden wir mal über Qualität. Was macht aus Ihrer Sicht einen richtig guten Hamburger aus? Frische. Frische. Ja. Ein Wort. Es ist 99% aller Hamburger in Deutschland, die sind tiefgekühlt. Ja?
Man kann es auch anders machen, indem man das Fleisch frisch macht. Das ist das eine. Das andere ist auch wirklich frisch grillen. Ja, man kennt es leider bei den meisten Läden in Deutschland. Die Verkäuferin greift nach hinten und das Produkt ist quasi in der Tüte oder auf dem Tablett. Auch hier frische. Schmecken die Leute eigentlich Qualität überhaupt? Ja, ja? Das merken wir bei unseren Gästen. Okay. Danke, Hans-Wein. Gerne. Wir kümmern uns jetzt mal um die Qualität vom Essen bei McDonald's und Burger King. Die Burger. Sie sind die Hauptmahlzeit bei McDonald's und Burger King. Beide bieten mehr als 20 Variationen an. Das Herzstück jedes Burgers ist das Fleisch. McDonald's und Burger King werben hier mit besonderer Qualität. 100% Rindfleisch, ohne Geschmacksverstärker, ohne künstliche Aromen, ohne Konservierungsstoffe. Klingt nach Geschmack pur. Aber... Es ist aus unserer Sicht eine klare Augenwischerei. Hamburger oder auch Beefburger dürfen von Natur aus keine Geschmacksverstärker oder Bindemittel haben. Die Burgerbrater werben also mit Dingen, die vorgeschrieben und absolut selbstverständlich sind. Und Verbraucherschützer ärgert noch mehr. Es ist besonders dreist. Ja. Es wird einerseits der Hamburger beworben mit 100% Beef und ohne Geschmacksverstärker, ohne Zusatzstoffe. Aber gerade in den Brötchen, auch in den Soßen, sind zum Teil etliche Zusatzstoffe drin, zum Teil Aroma, zum Teil Konservierungsstoffe. Ja. Also da wird ein ganz anderes Image aufgebaut und ein Image, das die anderen Zutaten in vielen Produkten von McDonald's gar nicht halten können. Mogelwerbung also bei der Qualität? Dafür gibt's glatt eine Abmahnung von den Verbraucherzentralen wegen irreführender Werbung. Und zwar für McDonald's und Burger King. Nächstes Beispiel, die Chicken McNuggets. Wir wollen wissen, was da so alles drinsteckt. Im Internet steht unter Zutaten Hähnchenbrustfleisch, Salz und Gewürze, Pflanzenöl. Sonst nichts. Wir fragen bei McDonald's nach und bekommen eine ganz andere Zutatenliste. Darauf entdecken wir, dass noch so einiges mehr in den Nuggets steckt. E-Nummern, Zusatzstoffe also und Aromen. Wenn man sich die Zutaten anguckt, da ist mehr Schein als Sein. Denn oftmals werden die Zutatenlisten nicht vollständig abgedruckt, sondern nur bestimmte Bestandteile davon, und zwar die gesunden Bestandteile. Der Verbraucher erwartet aber, wenn da dran steht Zutaten, Doppelpunkt, dass wirklich eine vollständige Zutatenliste vorhanden ist, wie er es aus jedem Supermarkt kennt. McDonald's nimmt's mit der Angabe der Zutaten also offensichtlich nicht so genau und kassiert dafür gleich noch eine Abmahnung von den Verbraucherschützern. Und Burger King? Beim Cheeseburger finden wir im Internet unter Zutaten Beef, Gurken, Senf, Ketchup und Cheddar Cheese. Auf Nachfrage liest sich das ganz anders. Anti-Klumpmittel, Stabilisatoren, Emulgatorensalze, all das steckt also außerdem noch drin im Cheeseburger. Rechtlich nicht in Ordnung, sagen die Verbraucherschützer und schicken Burger King die nächste Abmahnung. Die Reaktion der Burgerkette? Diese Beanstandung halten wir nur teilweise für nachvollziehbar und juristisch gerechtfertigt. Lediglich in Bezug auf die Angabe ohne Konservierungsstoffe ist die Rechtsauffassung der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. zutreffend. McDonald's reagiert da eindeutiger. Wir bedauern selbstverständlich, falls es zu Missverständnissen oder Irritation auf Seiten der Verbraucher gekommen sein sollte, da das mit unserem Anspruch auf größtmögliche und korrekte Transparenz nicht vereinbar ist. Deshalb überprüfen wir zusätzlich derzeit alle weiteren Produktinformationen auf unserer Homepage. Na bitte, geht doch. McDonald's und Burger King werben mit Qualität und gesunden Zutaten. Bei genauerem Hinsehen ist das längst nicht immer korrekt. In Runde 3 gehen beide Duellanten leer aus. Es steht weiter 1:1. In Runde 4 geht's um den Preis. Burger ist nicht gleich Burger. Nicht bei der Qualität, das haben wir schon gehört, und schon gleich gar nicht beim Preis. In dem Restaurant hier, in dem wir sind, kostet der zum Beispiel 6,50 und der hier sogar 8,25 mit echtem Steak. Das ist natürlich eine ganze Ecke teurer als bei unseren Kontrahenten Burger King und McDonald's. Aber was kostet es bei denen eigentlich genau und wer ist günstiger? Schnell und günstig satt werden, das versprechen McDonald's und Burger King. Doch wo ist es günstiger? Der Preischeck. Ein einfacher Hamburger kostet bei McDonald's 1 Euro.
bei Burger King exakt einen Cent weniger. Passend dazu eine große Portion Pommes. Bei McDonald's gibt's die für 2,59 Euro. Etwas günstiger der Konkurrent 2,49 Euro. Zum Menü ein kleiner Softdrink. Bei McDonald's ist der Kunde mit 1,19 Euro dabei. Burger King ist wieder günstiger, 1,09 Euro. Für 6 Hühnchen-Nuggets zahlen wir 3,49 Euro bei McDonald's und nur 3,19 Euro beim Herausforderer. Und schließlich ein Wrap. Bei McDonald's kostet der 3,89 Euro, bei Burger King nur 3,39 Euro. Insgesamt zahlen wir 12,16 Euro bei McDonald's und 11,15 Euro bei Burger King. Also rund 1 Euro weniger. Die Preisrunde geht klar an Burger King. Es steht 2:1 für den Herausforderer. Weiter mit der nächsten Runde. Die Hygiene. Ach, so ein Hamburger, der schmeckt eigentlich ja nur richtig gut aus der Hand, oder? Ich meine, Besteck, sind wir mal ehrlich, ist auch nur was für Warmduscher im Hamburger Restaurant. Der Nachteil bei der Sache ist, Keime und Bakterien haben es natürlich nicht besonders weit in den Mund. Umso wichtiger ist es, sich ordentlich die Hände zu waschen, klar. Aber natürlich auch die Hygiene im Restaurant muss stimmen. Und genau die gucken wir uns jetzt mal an, bei McDonald's und Burger King. In Fast-Food-Restaurants muss es schnell gehen, gerade zu Stoßzeiten wie am Mittag. Im Akkord werden hier Pommes frittiert, Burger gebraten und belegt. Bleibt da genug Zeit für Sauberkeit? Ein Hygieneexperte vom Labor Intertech. Er testet für uns die Hygiene in 5 Restaurants von McDonald's und in 5 Burger King-Filialen. Er nimmt Abklatschproben auf Tischen, Tabletts und Toiletten. Anschließend geht's ins Labor, zur Untersuchung auf die Gesamtkeimzahl. Ist sie hoch, ist das ein Hinweis auf mangelhafte Hygiene. Die meisten Proben waren in Ordnung, aber eben nicht alle. Die Tabletts waren leider in vielen Fällen nicht gut gereinigt. In Ausreißerfällen fanden wir sogar auf Tabletts höhere Keimzahlen als auf den Toiletten. Bei beiden Duellanten Tabletts, die dreckiger sind als Toiletten. Diese McDonald's-Mitarbeiter wundert das nicht. McDonald's legt ja Wert auf Qualität, Service und Sauberkeit. Aber alles kann man nicht einhalten. Der Fokus liegt eher auf dem Service, dass man halt die Gäste bedient, möglichst schnell. Und da bleibt die Sauberkeit auf der Strecke. Wenn es wirklich extrem voll wird und das Tablett nicht so dreckig aussieht, dann werden die halt einfach weiter benutzt. Das sieht man dann in den Wochen danach, dass die halt schwarze Ränder entwickeln. Und da weiß man, die Tabletts sind nicht richtig sauber. Und wie sieht's bei den Burgern aus? In diesem McDonald's werden sie mit der bloßen Hand belegt. Aber sind die Hände der Mitarbeiter immer sauber? Wir lassen Burger von McDonald's und Burger King auf krankmachende Keime untersuchen. Salat und Tomaten runter vom Burger, rein in die Tüte. Das Ergebnis dieses Tests? Alles in Ordnung. Bei unserer Stichprobe haben wir keine bedenklichen Keimzahlen gefunden. Dennoch, für die teils unhygienischen Tabletts in unserer Stichprobe gibt's Punktabzug. Also je ein halber Punkt für McDonald's und Burger King. Wieder unentschieden. Zwischenstand 2,5 zu 1,5 Punkte für Burger King. Wer kann die nächste Runde für sich entscheiden? Die Umwelt. Das hier alles bleibt an Müll übrig, wenn eine vierköpfige Familie bei McDonald's und Burger King essen war. Eine ganze Menge. Jetzt muss man sich aber mal vorstellen, dass alleine McDonald's jeden Tag 2 Millionen Kunden hat. Was für ein Müllberg. Sind also die großen Fastfood-Ketten auch große Umweltsünder? Sie versuchen zumindest gegenzusteuern mit grünen Firmenlogos, mit Green Restaurants, mit Umweltengagement. Aber ist das alles nur ein Marketing-Gag oder steckt wirklich was dahinter? Genau das wollten wir herausfinden. Leere Kartons, Papier, Getränkebecher. Müll. Den produzieren McDonald's und Burger King jeden Tag, tonnenweise. Genau das ist ein Umweltproblem. Ein Problem, das auch die Burgerketten erkannt haben. Statt Styropor verwenden sie inzwischen Recyclingmaterial für ihre Verpackungen. Trotzdem, wer Fastfood isst, produziert Müll. Aber ein gutes Umweltimage ist gut fürs Geschäft. Klar, das hat auch Burger King erkannt.
Dieses Restaurant in Waghäusel ist ein Vorzeigeprojekt in Sachen Umweltschutz. Stromtankstelle, energiesparende Lampen, LED-Leuchten. Deutschlandweit betreibt Burger King 2 grüne Restaurants. 2 von 700. Mehr nicht. Auch McDonald's ist auf die Idee mit dem Öko-Restaurant gekommen. Wind und Sonne sorgen hier in Achim für grünen Strom. Das ist gut. Aber nicht mal in dieser Öko-Filiale verzichtet McDonald's vollständig auf FKW. Das sind chemische Kältemittel. Wenn McDonald's ganz ohne FKW auskäme, dann wäre das für die Umwelt eine tolle Sache, meint Wolfgang Lobeck von Greenpeace. Diese eine Anwendung mit diesem einen Gas trägt bis zu beinahe 10% weltweit zum Treibhauseffekt bei. Das ist ungeheuerlich. Und gerade es zeigt, wie sehr man tatsächlich den Treibhauseffekt eindämmen könnte, wenn man hier an einer entscheidenden technischen Stelle mit wenig Mitteln macht. Fluor, Kohlen, Wasserstoff. Kurz FKW. Ein gefährlicher Klimakiller also. Schon 2004 hat McDonald's angekündigt, FKW nach und nach zu verbannen. Was ist seitdem passiert? Das ist jetzt 8-9 Jahre her. Die Restaurants von McDonald's sind überhaupt nicht FKW-frei. Sie haben jetzt ein FKW-freies 1 von insgesamt 1.400 etwa in Deutschland. Ein Restaurant FKW-frei. Dabei ist es aber geblieben. McDonald's sagt, dass sie die Erkenntnisse aus diesem Restaurant und einem anderen in Dänemark jetzt nach und nach umsetzen. Aber es dauert viel zu lange. Auch bei Burger King haben wir nach FKW gefragt. In wie vielen Restaurants der Klimakiller noch eingesetzt wird, hat man uns nicht gesagt. McDonald's und Burger King versprechen Umweltengagement. Da ist die Rede von ökologischem Fußabdruck, Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Unser Rechercheeindruck: viel Marketing, wenig Substanz. Wir wollen mehr wissen und reisen nach München zu Ökom Research. Isabel Raineri und ihre Kollegen bewerten das Öko-Engagement von Unternehmen. Und zwar umfassend. In ihr Urteil fließen viele Faktoren ein. Etwa Energiebilanz und Klimaschutz. Wie schätzt die Expertin McDonald's und Burger King ein? Wenn man jetzt die beiden Unternehmen gegenüberstellt, muss man sagen, von der Leistung her gesehen ist McDonald's weiter. Bei Burger King muss man sagen, die stehen noch sehr am Anfang. Die schreiben selbst in der Einleitung ihres Nachhaltigkeitsberichts, dass sie erste Schritte gegangen sind in Richtung Nachhaltigkeit mit der Veröffentlichung des Berichts. Ansonsten weiß man noch nicht, welche weiteren auch strategischen Maßnahmen in Bezug auf mehr Umweltschutz das Unternehmen ergreifen wird. McDonald's ist da deutlich weiter. McDonald's hat also die Nase vorn. Von einem grünen Unternehmen kann aber noch lange nicht die Rede sein. Bei McDonald's wird das, was da ist, in der Kommunikation nach außen aufgeblasen. Das heißt, sie stellen sich selbst positiver dar, als sie sind. Das Rundenfazit. Beim Umweltschutz haben beide Unternehmen Nachholbedarf. Burger King noch mehr als McDonald's. Und daher? Kleiner Vorsprung für McDonald's beim Umweltengagement. Ein halber Punkt für den Marktführer. Auf geht's in Runde 7. Die Transparenz. Zum Thema Umwelt gehört ja auch die Frage, wo kommt unser Essen eigentlich her? Bodo Vanjura, Geschäftsführer von Die Kuh, die lacht, hier in Frankfurt, auch ein Burgerrestaurant, aber eben keine Kette. Wissen Sie, wo das Fleisch herkommt, wenn ich jetzt fragen würde? Selbstverständlich, und das ist auch das A und O, das wir unseren Gästen ja auch mitteilen wollen. Dass wir wirklich sagen, wir haben eine direkte Beziehung zu unseren Lieferanten. Das sind Bauern, das sind Erzeuger, die haben also eigene Kühe, schlachten auch selber und liefern uns. Und diese direkte Beziehung, die ist für mich sehr, sehr wichtig. 100%ige Transparenz klingt natürlich super, würde ich an Ihrer Stelle auch so sagen. Aber das würden Sie echt versprechen bis ins letzte Detail? Es ist viel wichtiger als jedes Siegel. Wenn ich wirklich sagen kann, fahren Sie mit dem Auto am Wochenende wirklich dorthin, schauen sich die Tiere an. Das ist das, was dann später bei uns in den Burgern landet. Bodo Vanjura, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Auch die großen Ketten, McDonald's und Burger King, die versprechen ja eigentlich sowas wie absolute Transparenz. Wir wollten mal wissen, ist das wirklich so? Ein McDonald's-Spot im Internet. Glückliche Kühe. Idyllischer Bauernhof. So sehen in der Werbung die Lieferanten von McDonald's aus. Natur pur. Deshalb ist bei uns alles so gut, wie es schmeckt. Wir wollen prüfen, ob die Werbung stimmt. Ein McDonald's in München. Hier kaufen wir einen Big Mac.
Wir wollen wissen, wo das Rindfleisch für diesen Burger herkommt und fragen nach. McDonald's erlaubt uns einen Blick mit der Kamera ins Lager des Restaurants. Hier finden wir die Kartons, aus denen das Fleisch von unserem Big Mac kommt. Darauf ein Datum und eine Nummer. Mit diesen Infos machen wir uns auf den Weg nach Günzburg zum Logistikunternehmen Hafi. Von hier aus werden die McDonald's-Restaurants in ganz Deutschland beliefert. Hier lagert Ware von McDonald's, auch das Burgerfleisch. Bei minus 20 Grad. Wir entdecken dieselben Kisten wie im Restaurant. Wir suchen nach unserer Nummer und tatsächlich, sie steht auf diesen Kisten. Was die Nummer bedeutet, kann uns hier aber keiner sagen. Denn Hafi liefert nur aus. Man schickt uns weiter zu Osi, dem nächsten Glied in der Lieferkette. Hier werden die sogenannten Fleisch-Patties für die McDonald's-Burger hergestellt. 40.000 in der Stunde. Alle exakt genormt, immer genau gleich groß. Die Qualität wird streng kontrolliert, erklärt man uns. Aber wir wollen ja wissen, wo das Fleisch von unserem Big Mac herkommt. Wir zeigen einem Osi-Mitarbeiter unsere Nummer. Sie steht auch in diesem Ordner. Doch den Schlachthof, von dem das Fleisch für unseren Big Mac stammt, den will er uns nicht nennen. Aus Datenschutzgründen. Bei Osi verliert sich also die Spur unseres Big Macs. Ob es auf den Bauernhöfen wirklich so idyllisch zugeht wie in der Werbung? Das wollte man uns nicht überprüfen lassen. Das ist McDonald's, Josef von Kahn. Wie transparent ist dagegen Burger King? Wir kaufen einen Whopper. Auch hier wollen wir wissen, von welchen Bauernhöfen das Rindfleisch kommt. Wir fragen bei Burger King nach. Man nennt uns ein italienisches Unternehmen, Inalca in Modena. Da sollen die Fleischpatties für den Whopper hergestellt werden. Und das war's auch schon. Ende der Transparenz bei Burger King. Das Unternehmen hält seine Lieferkette streng unter Verschluss, lässt uns nicht beim Hersteller drehen und nennt auch nicht die Bauernhöfe. Interne Daten, heißt es lapidar. Wo das Rindfleisch für unseren Whopper herkommt, bleibt also weitgehend im Dunkeln. Weder Burger King noch McDonald's haben uns bis zu den Bauernhöfen vorgelassen. Damit gehen beide leer aus. Kein Punkt für McDonald's, kein Punkt für Burger King. Burger King liegt weiter knapp in Führung. Auf zur nächsten Runde, die Kindermenüs. Dieses Spielzeug hier macht süchtig, ist zumindest meine ganz persönliche Erfahrung. Das gibt's als Dreingabe bei den Kindermenüs, bei der Kingbox von Burger King oder beim Happy Meal von McDonald's. Billigst hergestellt, aber trotzdem das perfekte Lockmittel, um Kinder in die Restaurants zu ziehen. Das passiert mit ziemlich ausgefeilten Marketing-Tricks. Und welche das genau sind, das wollten wir herausfinden. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Milo. Happy Birthday to you. Bei McDonald's ist heute ganz schön was los. Milo feiert seinen 5. Geburtstag mit all seinen Freunden. Und mit Happy Meal, dem Kindermenü von McDonald's. Nuggets, Pommes, Burger. Das volle Fastfood-Programm. Und was zum Spielen gibt's auch noch für jeden. Diese Mischung kommt gut an bei den kleinen Gästen. Weil da immer Spielsachen drin sind und das Essen so lecker ist. Ich sammle das, aber dann geht's auch manchmal wieder kaputt. Manchmal ist es cool, aber manchmal ist es auch ein bisschen Schwachsinn. Weil man damit die ersten Wochen spielen kann und danach ist es wieder weg. Die Kombination von Fastfood und Spielzeug. Ein perfektes Marketinginstrument. Nicht nur bei McDonald's. Konkurrent Burger King hat Vergleichbares im Angebot. Die Kingbox. Tobias Efferts beschäftigt sich als Wissenschaftler mit dem Kindermarketing der Konzerne. Er weiß, was die Ketten mit Happy Meal und Kingbox erreichen wollen. Es ist ein Marketinginstrument, ein Zusatz, wenn Sie so wollen, der eben speziell sich auf Kinder richtet. Spielsachen sind Dinge, die Kinder gerne haben und dadurch wird natürlich auch das Essen attraktiver. Mit geschicktem Marketing mehr Fastfood verkaufen, das ist die Theorie. Aber zieht die Masche wirklich bei den Kindern? Das wollen wir herausfinden. Gemeinsam mit der Uni Hamburg haben wir einen Test entwickelt. Schauplatz? Das Arnold-Janssen-Gymnasium im saarländischen St. Wendel.
die Versuchsanordnung. Wir servieren in der 5. Klasse ein identisches Fast-Food-Menü in 3 verschiedenen Verpackungen. Mit Logo von McDonald's, von Burger King und in einer No-Name-Verpackung. Die Frage: Wie oft greifen die Kinder zu einer der beiden großen Fast-Food-Marken? Ich habe mir alles von McDonald's ausgesucht, weil ich mir da sicher bin, dass gute Qualität. Ich gehe bei den Burger King, weil dort mir die Pommes am besten schmecken. Ich habe mir eine Limo von McDonald's ausgesucht und ich finde einfach, die schmeckt besser, weil sie nicht zu süß ist. Die Auswertung. 31 Kinder haben bei unserem Test mitgemacht. 24 Mal nahmen sie den Burger mit McDonald's-Logo, 7 Mal Burger King, 0 Mal den in der neutralen Verpackung. Ähnliches Bild bei der Beilage. 19 Mal McDonald's, 9 Mal Burger King, nur 3 Mal die neutrale Verpackung. Ein eindeutiges Ergebnis, das den Wissenschaftler nicht überrascht. Das passt ganz gut zu den Befunden, die wir schon haben aus dem Kindermarketing. Wir wissen, dass Marken an sich einen eigenständigen Wert darstellen, der auch geschmacklich sich auswirkt und natürlich dann bei der Bewertung des Produktes und bei der Konsumentscheidung und Kaufentscheidung eine ganz wesentliche Rolle spielt. Marken sind mächtig. Und je früher Kinder mit ihnen in Kontakt kommen, umso mächtiger werden sie. Und Marken können sogar das Essverhalten insgesamt prägen. Meinen Experten. Wir wissen aus einer Reihe von Studien, dass Kinder das lernen mögen zu mögen, an was sie gewöhnt werden. Das heißt, wenn Kinder unter bestimmten angenehmen Bedingungen Lebensmittel häufiger essen, dann lernen sie die zu mögen. Und das passiert beim Fastfood genauso. McDonald's und Burger King bieten ihre Kindermenüs auch mit gesunden Äpfeln statt mit Pommes an und mit Mineralwasser statt Softdrink. Doch sind das wirklich Alternativen? Auch in unserem Test durften die Kinder wählen. Das Ergebnis? Nur 2 von 31 Kindern wählten statt der fettigen Pommes die Äpfel. Und nur 5 entschieden sich fürs Wasser. 26 dagegen griffen zum zuckrigen Softdrink. Die ungesunde Variante kommt also deutlich besser an. Ich habe mir die Äpfel von Burger ausgesucht, weil ich das noch nie dazu gegessen habe. Ich finde, Äpfel passen nicht so gut zum Burger und ich esse auch Pommes sehr gerne. Ich finde, Äpfel, das Obst passt so. Also für mich passt das irgendwie nicht so zum Burger. Ich habe mir Limo ausgesucht, weil es mir halt nicht schmeckt. Äpfel zum Burger. Auf der Karte steht's. Mögen tut's kaum jemand. In den meisten Fällen verführen die Ketten Kinder dann eben doch zu ungesundem Fastfood. Und daher? 0 Punkte für McDonald's, 0 Punkte für Burger King. Es bleibt beim knappen Zwischenstand. Runde 9, die Arbeitsbedingungen. Haben Sie schon mal den Begriff Mac-Job gehört? Das steht für eine schlecht bezahlte und ziemlich unsichere Tätigkeit. Gibt sogar im Duden das Wort. Arbeitsbedingungen, wirklich wichtiges Thema in einer Welt, in der immer mehr Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten. Und deshalb schauen wir ganz genau hin bei McDonald's und Burger King. McDonald's betreibt seine Restaurants nicht immer selbst. Den Großteil hat die Kette an selbstständige Unternehmer, sogenannte Franchise-Nehmer, abgegeben. Im Dezember 2011 gab es eine Tariferhöhung in der gesamten Systemgastronomie und damit mehr Geld für die McDonald's-Mitarbeiter. Auch für die in den Franchise-Filialen. Faire Bezahlung also? Wir treffen 2 Mitarbeiter. Erkannt werden wollen sie nicht, haben Angst, ihren Job zu verlieren. Sie klagen über unfaire Bezahlung. Und die Einstufung in zu niedrige TGs, also Tarifgruppen. Ich bekomme jetzt 9,17 Euro und müsste laut TG 7 3 Euro mehr bekommen, weil ich ja Arbeit von einem Schichtleiter mache und da sollte ich auch angeglichen werden. Die Verantwortung ist halt dementsprechend hoch, die Bezahlung aber sehr gering und ich mache ja auch alle Tätigkeiten alleine. Also muss ich auch dementsprechend bezahlt werden, so wie ein Schichtführer. Dass Sie regelmäßig die höherwertige Arbeit machen, bestätigen uns auch Kollegen.
Hilfe suchen die beiden bei der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, der NGG. Hier treffen sie zwei Betriebsräte und die Gewerkschafterin Funda Uygur. Sie war selbst viele Jahre Mitarbeiterin bei McDonald's und sie kennt solche Vorwürfe. Das sind Kostenersparnisse, das sind ganz einfach Kostenersparnisse für den Arbeitgeber. Wenn jemand, der eigentlich in die TG-Gruppe 7 eingruppiert werden müsste aufgrund der Tätigkeiten, aber nur mit TG 4 bezahlt wird, das sind leider keine Einzelfälle. Es häuft sich immer mehr, dass die Kollegen kommen und ihren Lohn geltend machen möchten. Hauptsächlich beobachte ich das natürlich bei den Franchise-Nehmern, weil da die direkte Kontrolle einfach fehlt. Wir fragen bei der Zentrale des Fastfood-Riesen in München nach. Was sagt man hier zur angeblich miesen Bezahlung in den Franchise-Filialen? Solche Fälle sind mir nicht bekannt, das muss man sich sicherlich angucken. Natürlich ist es so, dass die Tarifgruppen variieren in der Entlohnung. Das ist in jedem Tarifvertrag so. Normalerweise ist schon ganz klar, dass da entsprechend auch die Definition des Jobs auch eingehalten wird. Und dafür versuchen wir auch zu sorgen. Wir haben seit ungefähr 4 Jahren eine Vertrauensstelle etabliert im System. An diese Vertrauensstelle können sich Mitarbeiter wenden. Das ist eine unabhängige Schlichtungsstelle, die dann auch gemeinsam mit dem Mitarbeiter und dem Franchise-Nehmer versucht, Lösungen zu finden. Das funktioniert inzwischen sehr gut. McDonald's hilft also den Mitarbeitern. Die Gewerkschaft hat ganz andere Erfahrungen gemacht mit der McDonald's-Zentrale. Es gibt keine Antwort. Obwohl der Personalvorstand auch für die Franchise, für die Beschäftigten bei den Franchise-Nehmern verantwortlich ist, gibt es keine Antwort aus München. Diese beiden Mitarbeiter jedenfalls wollen sich gegen die vermeintlich unfaire Bezahlung wehren. Notfalls auch vor Gericht. Und Burger King? Kassel im Dezember 2011. Burger King-Mitarbeiter gehen auf die Straße, demonstrieren gegen miese Arbeitsbedingungen, von denen auch diese Mitarbeiterin erzählt. Wir mussten so Strafarbeiten machen, draußen Hecken schneiden, die Mülltonnen auswischen oder den Fettabscheider im Keller reinigen. Einfach mit Eimer und Lappen. Das hat sonst eigentlich immer eine Spezialfirma gemacht. Vor allem Betriebsratsmitglieder wurden so unter Druck gesetzt. Und auch langjährige Kollegen, die dem Chef zu teuer waren. Wer sich weigerte, bekam eine Abmahnung. Es gab auch Kündigungen. Schikane bei Burger King? Der Arbeitgeber auch hier ein Franchise-Nehmer. Und wieder schaltet sich die Gewerkschaft NGG ein. Andreas Kampmann ist schockiert über die Zustände in den Kasseler Filialen. Insgesamt hat es in der kurzen Zeit 22 Abmahnungen und Kündigungen gegeben. Sowas habe ich bislang noch nicht erlebt und ich wünsche es auch niemandem, dass sowas nochmals zurückkommt. Für die Mitarbeiter und auch für uns ist von Burger King, von der Zentrale, spürbar nichts gekommen. Ich denke, die Mitarbeiter unterscheiden nicht zwischen Franchise-Nehmer und Zentrale. Für die ist das erstmal immer noch Burger King. Mein Wunsch wäre, dass die Zentrale auf ihre Franchise-Nehmer Einfluss nimmt, wenn etwas schief läuft, dass die Zentrale sagt, so geht's nicht, Franchise-Nehmer, halte das bitte ein. Schließlich klagt ein Mitarbeiter gegen seine Kündigung und gewinnt vor dem Arbeitsgericht Kassel. Burger King knickt ein und nimmt alle Abmahnungen und Kündigungen zurück. Seither herrscht Ruhe in Kassel. Miese Arbeitsbedingungen bei den Franchise-Nehmern, die haben Gewerkschaften schon bei Burger King und McDonald's beklagt. Die Zentralen haben in der Vergangenheit wohl nicht immer eingegriffen. Dafür gibt's in dieser Runde keinen Punkt. Beide gehen wieder leer aus. Es bleibt beim knappen Vorsprung für Burger King. Die entscheidende und letzte Runde. Der Geschmack. Natürlich ist der Geschmack eines der entscheidenden Kriterien. Die einen essen nur da, die anderen nur da, weil es angeblich besser schmeckt. Wir wollten es genau wissen und haben den großen Geschmackstest gemacht. Der Showdown, die letzte Runde, der Geschmackstest mit den Footballern der Wiesbaden Phantoms. Kickoff, Offense gegen Defense, Catching, Tackling. American Football ist ein hartes Spiel für harte Kerle. Und am Ende hat man, neben blauen Flecken, vor allem eins: Hunger. Die Wiesbaden Phantoms. Sie wissen genau, was einen guten Burger ausmacht.
Zu einem guten Burger gehört auf jeden Fall ein Stück Fleisch. Saftig. Ein gutes Patty. Was nicht pappig ist, sondern was noch richtig Biss hat und was richtig saftig ist. Ein großes. Saftiges, schönes Stück Fleisch. Ein bisschen Käse, das ist ganz gut. Frisches Brot. Ketchup. Gurken. Eine tolle Soße. Vielleicht so ein bisschen Paprika. Und eine gute Soße. Da drin sind Burger und Pommes von McDonald's und Burger King. Wo schmeckt's besser? Die Jungs hauen ordentlich rein. Ja, die sind ganz okay, aber da fehlt noch Salz. An sich das Fleisch war ganz okay, aber auch ein bisschen klein. Das Fleisch ist schön saftig. Die Gurken drauf sind auch ganz gut. Der war ein bisschen saftiger, also das Fleisch war ein bisschen saftiger. Und ja, da war auch ein bisschen mehr Soße drauf. Der war in Ordnung. Jeder muss Pommes und Burger probieren, von beiden Duellanten. Dann müssen die Jungs entscheiden. Jeder hat eine Stimme. Welches Essen schmeckte besser? Ein Helm, eine Stimme. Das Ergebnis? Erstaunlich eindeutig. 16-0 Stimmen. Für Burger King. Klare Sache in der Geschmacksrunde. Der Geschmackspunkt geht eindeutig an Burger King. Die Zusammenfassung. Keine Punkte gab es für die unlautere Werbung. McDonald's immerhin verspricht künftig mehr Ehrlichkeit. Die Transparenz hatte beim Marktführer Grenzen. Wir durften zeigen, wo das Burgerfleisch hergestellt wird. Die Bauernhöfe aber waren ein Tabu. Pluspunkt beim Umweltschutz. Hier hat McDonald's die Nase vorn. Auch der Konkurrent ging wegen unlauterer Werbung leer aus. Die Kritik der Verbraucherschützer lässt Burger King aber weitgehend kalt. Wo das Fleisch herkommt, durften wir nicht filmen. Beim Preis konnte der Herausforderer allerdings punkten. Wie auch beim Geschmackstest. Das Endergebnis: 2 Punkte für McDonald's, 3,5 Punkte für Burger King. Der Gesamtsieger heißt Burger King.